Ja, sind wir auch schon wieder. So schnell kann es gehen. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Habe ja vorhin in dem vorherigen Video gesagt, heute bleibt die Küche kalt. Ja, richtig. Bin auch noch im Überlegen. Ich denke mal, ich habe hier so Knacker. Und da habe ich auch vorhin gesagt, ich mache Kartoffelsalat, fertigen Kartoffelsalat. Und den verfeinere ich ein bisschen. Jetzt ist das Problem, ich kann den nicht verfeinern. Meine Lieben haben die Gurken vergessen. Ich habe jetzt auch keine eigenen Gurken. Ich habe aber frische Gurken, also Schlangengurken oder Salatgurken, wie auch immer man das sagen möchte. Und die verwenden wir. Das geht mich auch. Irgendwie. Hallo? Fängst du schon wieder an damit? Also der Dingen ist irgendwie ganz konfus. Wenn einer von euch eine Idee hat, wie dieses Teil da unterm Handy unter der Kamera besser funktioniert, dann soll er mir das unbedingt mal sagen, was ihr da für Ideen habt. Das ist so ein Face-Tracking. Also der verfolgt eigentlich mein Gesicht. Ja, aber der ist die ganze Zeit immer woanders, aber nie mein Gesicht. Ja, werde das mal ausschalten. Jetzt müsste es eigentlich besser sein. Nur dann muss ich immer wieder mit meiner Hand. Bin ein bisschen traurig damit. Schade. So, ich gehe jetzt hin. Ich schäle jetzt hier erstmal die Gurke ab. Weil damit schmeckt es doch ein bisschen frischer und ist allemal besser. Ja, wie Speckkartoffelsalat. Ich meine, ich mache auch ganz gern schon mal Speck mit rein. Aber das ist bei dem Wetter. Sollte man das eigentlich sein lassen? Na, ich schneide erstmal hier schöne kleine Würfelchen. Warum nimmt der Mensch jetzt fertigen Kartoffelsalat? Und warum gehe ich auch noch hin und verändere den? Kann ich euch sagen. Also wir hier allgemein, nicht jetzt hier in der Stadt oder in dem Land oder Landkreis oder das meine ich jetzt nicht, sondern wir hier in dem Haus kochen einfach. Ohne viel Stress, ohne viel Schüsselmengen. Aber es gibt keine Dosen auf. Ja, okay, das ist eine Dose aus Plastik. Aber halt keine Dosensuppen oder Tütensuppen oder so ein Quatsch, das machen wir hier nicht. Wir machen einfach ja das, was so halb fertig angeboten wird. Da gehen wir hin und verfeinern das alles noch ein bisschen. Ja, so dass keiner sagen kann, na, ist der jetzt selbst gemacht oder ist der gekauft? Ja, also so wie er dann hinterher schmeckt, ist er wie selbst gemacht. Und das ist eben der Unterschied. Ja, wir sind ja wie gesagt keine Kochsendung. Kochsendungen sind doof, finde ich. Ja, immer diese, ja, da musst du Klamotten einkaufen. Ey, die gibt es den. Da musst du bis nach Düsseldorf fahren, um in den Feinschmeckerladen zu gehen, um da dazu bekommen, Krevetten. Man könnte nicht einfach sagen, Krabben oder Garnelen oder so. Ja, die würdest du ja vielleicht noch bei Brutto oder so kriegen. Aber Krevetten, ja, die haben manchmal so komische Wörter für all den ganzen Quatsch. Und das brauchen wir nicht. So, Salatbesteck habe ich hier. Ja, da sind Kräuter drin, kann man nachzählen. Ja, siehst du da, sind so grüne Spicken drin. Und sieht auch aus wie, ne, weiß ich nicht. Also, diese Gurke sehe ich hier nicht. Ja, also das könnt ihr genauso gut zu Hause mal nachmachen. Da könnt ihr so schöne Sachen reinmachen. Vielleicht ein bisschen mehr Zwiebeln. Das kann man zum Beispiel gut machen. Frische Zwiebeln oder ich nehme auch die gefriergetrockneten. Das ist egal. Ja. Zack, siehst du, fertig. Nein, nicht ganz. Also nicht wundern, wenn ihr da meinen Müllbeutel hängen seht. Der ist einfach nur da, weil die Katzen sich da gerne drum kümmern.
und die leeren Dosen auch nochmal ausgraben. Und das will ich nicht, das brauche ich nicht. Ach, guck mal, das sieht ja schon gleich viel besser aus. So, dann machen wir noch ein bisschen Pfefferchen dran. Ich nehme wieder hier meinen groben. Nur ein ganz bisschen. So, reicht. Dann habe ich hier noch so einen Rest vom Senf, so ein Tübchen über. Kann auch da rein. Ja, nur keine Dingensgurken. Wie heißen sie? Leider keine Gewürzgurken. Ah. Haben sie mal wieder geschlafen, die beiden. Kurz mal abschmecken mit meinem Abschmecklöffel. Ja, ach so, wollte mal so eine ja, schon alles gut, kann man so nehmen, kann man so durchlassen. Ja, jetzt greift er doch zum Kochbord, ne? Der wollte doch eigentlich nicht kochen. Aber will ich auch nicht. Habe ich auch gar keine Lust drauf, ehrlich nicht. Aber aus den Knackern sind jetzt Fleischwürste geworden. Und die muss ich auch eben wenigstens ein bisschen warm kriegen. Mäuse, ihr steht hinter mir. Das ist gar nicht gut. Wenn ich über euch stolper, habt ihr keinen Dosenöffner mehr. Überlegt euch das gut, ne? Oder? Habe ich doch recht. Ja, stell dir mal vor, die Katze bringt dich zu Fall. Fällt hin, schlägt den Kopf irgendwo noch so eine Kante, Holzkante auf. Oder gleich das Genick. Möchtest du nicht erleben. Nein, das möchte man nicht haben. So, jetzt muss ich mal gucken, wo hier der Eingang ist. Schön. Oder auch nicht. Plaste, Elaste. Tonne. So und so. Ich kann schon mal den Herd anmachen. Und ich schneide jetzt einfach so, weil es sind zwei Würstchen für drei Personen. Ja, die schauen insgesamt so aus. Ja, die sind ja für eine Person zu groß. Und es sind noch zwei von da. Also gehe ich dann hin, schneide die in kleine Stücke und jeder kann sich so aus dem heißen Topf näher das rausnehmen, was er möchte. Und das ist für mich zum Probieren. Kann man durchgehen lassen. Ist so mit echten Darm. So. Und das kann jetzt in Ruhe schön langsam warm werden. Und dann haben wir das auch erledigt. Und das war es auch schon wieder. Ja. Essen ist fertig. Ich mache da noch ein paar Brötchen bei, würde ich behaupten. Und dann habe ich das auch. Mal für jeden ein Brötchen ist so okay, oder? Ne, heute ist ja echt nicht so gut, ne? Also, das Wetter, ich werde gaga.
Alexa, wann soll es Regen geben? Alexa, wie wird das Wetter in Duisburg? Um etwa 21 Uhr. Gaga oder was? Alexa, wie wird das Wetter in Duisburg heute? Mal, selbst die Technik, die versagt, oder? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Was ist das für ein komisches Wetter? Liegt das alles am Wetter? Alles Wetterschuld, würde ich sagen. Ist die beste Entschuldigung für alles. So, und jetzt gehe ich natürlich hin. Da könnt ihr natürlich auch eine schöne Brühe reinmachen. Wenn ihr da jetzt eine Brühe reinmacht, Bouillon, ja, eine lösliche oder Würfel oder so, ja, ganz tolle Idee. Ja, da könnt ihr daraus zum Beispiel auch für den morgigen Tag eine super starke Hero Turtle Suppe machen. Habt dann super schönen Grundgeschmack schon mal drin, die Wurst ist ausgekocht darin, ja, die Brühwürfel, und da habt ihr natürlich was von, oder? Finde ich. Ne? So, das haben wir, aber ich werde das noch mal kalt stellen, weil die Würstchen, die müssen noch schön langsam ziehen. Die dürft ihr nicht so voll powern, weil das ist es dann nicht. Ne? Die müssen immer schön in aller Ruhe langsam dahin gleiten, ja, weil sonst platzen die und dann habt ihr Schwabbelabbel in dem Kochpot drin. Ja, bin ich wieder da. Habt ihr da Schlamassel drin? Was natürlich ideal ist, ja, wenn die so eine Knacker, so ein richtiges Würstchen, so ein Knackwürstchen, so eine Bockwurst, wenn die aufplatzt, die ist ja so meistens so ein Längsschnitt, so ein Längsrest drin. Ja, das liebe ich. Das ist nämlich genau richtig für den Senf. Da kannst du nämlich den Senf drin bunkern in diesen Ritz. Boah, herrlich. Ja, soll ich da Brühe reinmachen? Kann ich machen. Ich mache da wenigstens mal einen so einen Maggi-Würfel mache ich da rein. Maggi, da habe ich jetzt gesagt. So, zack. Aber ich werde noch eine Tomate klein schneiden. Habe ich so die? Ja, ich mache noch eine Tomate klein. Das is ist es. Das ist es. Lecker. Schön ein klein bisschen Gemüse so am Tisch. Nee. Das ist doch gut, oder? Super. Schneide ich auch noch mal hier von der Gurke ein bisschen was klein. Aber da lasse ich die Schalen dran, ist gewaschen. Also überhaupt kein Problem.
Sieht doch schon wieder gut aus. Ja, im Grunde kann man so aus Kleinigkeiten unwahrscheinlich was machen. Und man muss halt nur nicht ängstlich sein. Guck mal, ich habe hier auch noch einen Krautsalat, habe ich noch. Der war ganz gut. Das war aber so ein milden. Ne? Ich weiß nicht, guck mal hier. Das ist so ein milden Krautsalat. Coleslaw. Coleslaw. Keine Ahnung, was das für eine Sorte ist. Weiß ich wirklich nicht. So. Das war's schon wieder. Das muss ich einfach nur dahin simmern, leicht köcheln, also nicht mal köcheln unbedingt. Ich brauche nur eine gewisse Temperatur erreichen, die Wurststückchen. Und das war es auch schon dann gleich wieder. Ja, da brauchen wir gar nicht so viel Geschiss machen. Ja, das war es dann erstmal schon mal wieder. Oder bis später. Schauen wir mal. Da. So. See you. Das ist so vom Anfang weniger schön. So, mach doch mal ein bisschen Platz. Ja, da so. Die, am besten die Brötchen, weil die. Kannst du hier oben drauf stecken? Nein, kann ich ja eben. Ja, ich bin doch hier nicht bei Tuxens. Tuxens bauen immer Türmchen. So. Ah, so, braucht er noch irgendwas? Der Kartoffelsalat. Ach, der Kartoffelsalat. Okay. Er kommt geflogen. Da ist Kartoffel. Ja, alles ist irgendwie da, aber kein Kartoffelsalat. Ja, Kartoffeln hat er bei sich dran, aber nicht uns. Wir brauchen keinen. Wir sitzen nicht beieinander. Ja, wo ist denn der andere Mikroskop? Hä? Da. Ich lege das einfach zu großen Teller. Ich lege das einfach da so hin. War das so ein zu großen Teller? Wie war das nochmal? Kleine Teller, bist du schneller satt oder so, ne? Hat man doch mal gesagt. Das ist ja nur die optische Enttäuschung. Also, wenn Niki jetzt nicht an uns guckt, er beobachtet gerade die Schlechtwetterfront, beziehungsweise er schaut nach Gewitter. Wir erwarten Gewitter, wir haben Bier, wir haben Schnäpschen, Likörchen besser gesagt, Schnaps ist zu hart. Stößchen! Darf man denn überhaupt mit Kreislaufsturm? Regt auf jeden Fall einen Kreislauf wieder an. Ja, was ist das denn? Da muss er auch noch aufmachen und an Backe halten. Wenn ich die einmal an der Backe halte, ist sie leer. Ja, passiert mir auch andauernd. Ah, eine Scheibe noch, oder wolltest du die haben? Mhm, erst kannst du gerne. Aber der ist mega lecker. Ja, wo habe ich eine Goldähren? Das könnte Lidl sein, ne? Nee, Aldi. Okay. Waldi. Darf man nicht so laut sagen. Waldi darf man nicht sagen. Ich muss gucken. Vielleicht nächstes Mal wieder einpacken. Die hatten auch noch andere Sorten, meine ich. Da waren halt vier Sorten Müsli. Also, muss ich schon sagen, das ist. Aber ich. Dieses. Ist doch die Frage, wo finde ich das? In der Brotabteilung? Weißt du, wie lange ich in diesem Laden nach Schwarzbrot gesucht habe und ich finde kein Schwarzbrot da drin? Bei Waldi. Ja, ich laufe immer dran vorbei, ich finde es nicht. Ich meine, rechts oder links neben der Maschine da. Da ist ja so ein Roboter, der dir da irgendwelche Brötchen rausschmeißt. Nö, bei meinem Waldi nicht. Da ist auch, aber. Die ganzen abgepackten Brote hab ich gegenüber von der Kühlung. Okay. Also halt aufgebaut wie deiner. Ja, normalerweise sind die mal alle gleich. Weil das optischer, besser irgendwie. Nee, kanntest du den Salat? Hast du den schon mal gemacht oder was?
Coleslaw oder wie heißt der? Ja, das ist nur ein Krautsalat mit Mayonnaise. Nein, das ist ja. Oder besser gesagt, ist Sahne. Sahne, ne? Mhm. Aber den kenne ich tatsächlich auch mit Möhren drin und so. Ja, mit Möhren, aber. Da ist so eine Telle drum, aber ist Natur da. Mit, ne? Mehr Möhren. Wir wollen jetzt zu wenig Möhren drin, ne? Ja, nur wenn das eine andere, irgendwas anderes ist. Weil eigentlich sind die zwei Teile klar, ist Weißkohl und Möhre. Ja. So. Und die Möhre genauso fein geschnitten wie der Weißkohl. Ja, genau. Weil die Möhre war jetzt hier viel zu grob. Und Partysalat ist das dann. Mhm. Heißt der dann, der Partysalat. Genau. Und so, Paul gehört zum Beispiel hier überhaupt nicht drin. Okay. Die wird er wieder weg. Das ist da. Hauptsache, der schmeckt. Naja. Ja, der ist würzig, aber selbstgemacht schmeckt immer besser. Ich fand den jetzt als sehr mild. Willst du auch? Also ich fand den jetzt als extrem mild. Aber ich glaube, die Pelle kannst du auch gut mitessen noch. Ja, die hatte ich gerade nicht mitschneiden lassen, deswegen. Mhm. Jetzt warten wir sehr. Nein. Man kann sie mitessen, aber die ist sehr schwer zu essen. Ja, es gibt auch so eine so einen Kunstdarm, der ist aber aus. Boah, wie heißt das Wort? Du Koch. Kunstdarm, den man mitessen. Kunstdarm mitessbar. Es gibt ja Stoff. Gelatine. Ja, irgendwie so ein. Und da gibt es so ein. Das hört sich sehr plastisch an. Ist aber ohne weiteres. Bei Salami hat man das oft. Mhm. Oder neuerdings oft. Früher war das nicht so. So wie die Front da jetzt aussieht, kommt die nicht bis hierher. Kommt, wollte ich gerade sagen, weil das große Ding von hat sich doch schon aufgelöst. Ja, hier ist immer so ein Loch. Hier das Gebiet mit Gewitter ist immer so ein Loch. Da kommt man nicht drüber richtig. Ja, da ist ja dann noch Fenlo. Da ist Fenlo, ja. Kommt ja nicht mehr nach Deutschland. Doch, es ist über Grenze. Doch, ob der da was geschmuggelt hat, Kaffee und Kippen. Ein Punkt ist da oben, schon an uns vorbei. Oh. Nee, das könnte neue Gewitterfront werden. Das war's. Manchmal fängt das mit einem Oder da hat einer die Mülltonne zu Deutsch zugehauen. Ja. Das ist es. Ich habe jetzt keine Tanke nicht dabei. Also ich mache die Haut für die Katzen. Oh. Mein Messer schneidet die Haut nicht mehr. Oh, wow. Das ist spannend. Da habe ich manchmal stundenlang vorgesessen. Oder stundenlang ist ja affig. Das ist ja wie Wäsche beim Trocknen zu gucken. Aber das ist. Apropos, wenn es anfängt zu regnen, bitte den Wäscheständer heute noch rennen. Oh ja. Hm? Ganz wichtig. Genau. Du willst einen Schuppen immer stellen. Den Schuppen kriege ich dir nicht rein. Er wollte mir damit gerade sagen, dass es meine Aufgabe ist. Oh. Deswegen hat er hier dran geklimpert. Ach so, hat er deinen Job Wäsche bearbeiten auch schon abgegeben? Ja, ich habe auch sämtliche Aufgaben von ihm. Nicht direkt abgegeben, aber. Nur eine kleine Anspielung. Aber wenn sie es nicht schafft, solltest du das tun. Dann kannst du das machen. Du bist ich mache immer. Das ist aber für dich einfacher, das Ding in Schuppen zu stellen. Ich bin doch wohl nicht so gelenkig. Musst du vorher aber zwei Flaschen Wasser da noch rausangeln, ne?
Und der Punkt, der da oben war, der ist schon wieder weg. War nichts Besonderes. Auch hier, die, was da auf einmal war. Aber das muss man richtig kabumsen, da. Ein bisschen Regen wird man da mal haben. Gewitter ist ja auch mal langweilig, was da kommt. Okay. Oh, von unten vom Wuppertal. Ja, wenn du draus scrollst, dann sieht das immer so nah dran aus, ne? Mhm. Aber guck mal da unten, da, was ist das, da unten Küste, schon Richtung Calais. Nee, ich würde sagen Belgien, oder? Da unten aber Wuppertal, München, Gladbach. Nein. Okay. Noch Belgien unten. Ja, ich kann mich da nirgendwo orientieren. Ja, hier haben wir München, Gladbach, Düsseldorf. Soweit habe ich es auch nicht rausgescrollt. Also. Also sind die schon bei Mönchengladbach so ungefähr? Duisburg. Aber noch auf der anderen Rheinseite. Ja, liebe Leute, wartet ihr auch so sehnsüchtig auf das Schiedwetter? Hm, wir schon. Hm. Hab nicht. Hab meine Zange nicht dabei. Gabel tut auch. Meine Big Gang. Hallo, ich will reinscrollen. Hast du fettige Finger? Weil Simone hat nämlich gesimpft. Die sieht uns immer kochen. Aber nie essen. Also wir essen schon. Weil sonst wären wir Roboter, die halt nur mit einem Kännchen Öl zufrieden sind. Ne? Pass mal auf, du bist hier nicht in dem Bumbo. Ey. Du brauchst ja keine Urwaldtrommeln. Das muss mal richtig abgetropft werden, ja. Mm-mm. Das ist auch so nach meinem Geschmack. Keine schöne Pelle. Nee, deswegen, ich lasse für die Katzen. Die kannst du abmachen. Die geht aber auch leicht ab. Also für den Preis? Nee, das ist dann richtig. Ich muss mal gucken. Steht zumindest Naturdarm drauf. Da sind auch noch Brötchen, ne? Was? Unter dem Kartoffelsalat sind auch noch Brötchen. Der Kartoffelsalat wird Kartoffelbrötchen heiß gemacht. Genau. Na ihr, Muschen, Kätzchen, Tomate, Gurki. Das fand ich in Tschechien immer so schön. Da haben wir auch so einen Teller. Mit Paprika, Gurke drumherum, wie so ein Stern, wie so eine Blume oder Sonne sah das immer aus. Tomatenstückchen und dann so einen ganzen Teller und dann kam das mitten am Tisch. Und dann haben die da Salz drauf gemacht. Oh, das war so lecker. Auch optisch. Auge isst mit, nur bei Peperoni und anderen scharfen Sachen. Da sollte man vorsichtig sein, wenn das Auge mit essen soll. Ja. Da wird aber keine Gewitter von hierher kommen. Mhm. Und Niki hat auch ein Hemd an. T-Shirt hat er an.
Aber er ist dir nicht böse. Aber es geht nicht anders. Wie gesagt, da hinten auf dem Hof, da knallt die Sonne den ganzen lieben langen Tag immer in die Ecke rein. Und das ist genau so eine Hausecke. Und das ist furchtbar. Das kannst du kaum aushalten. Wie so im Back, in so einem Kohleofen, wo rundherum diese Schamottsteine sind. Wenn die mal aufgeladen sind, die brauchen Stunden. Ja, genau wie die Schamottsteine, die auch in diese Nachtspeicher sind. Mhm. Da sind ja auch Schamottsteine drin, über diese Heizspiralen. Und wenn die einmal heiß gelaufen sind. Macht ihr eine Wissenschaft da draus? Hört euch das an. Ein Mikroskop liegt direkt auf dem Tisch. Du bist gekillert. Du machst jetzt drei Senf drauf und dann machst du das an deine Nase. Reichst du mir mal bitte schön ein Brötchen. Ich wollte auch Brötchen reichen. Nein, du nicht. Du hast gar keine Ahnung davon. Du weißt ja gar nicht, wie das geht. Hör schön, dass du dein Brötchen. Du kannst mir das auch schmieren. Warte, schmier dir eine. Die beiden haben sich wieder lieb, merkt ihr? Vorsicht, du hast was in der Hand. Wenn es runterfällt, freuen sich die Katzen. Richtig. Die fressen auch warm. Ich möchte dich auf den Fußboden und isst mit. Nein. Doch. Nein. Ich habe schon 2 Stück. Dann isst du noch ein Drittel. Nee, ich will ja noch ein Brötchen essen. Ist das in Ordnung so? Guck mal, da wolltest du was anderes? Nein, das reicht. Aber mein Messer ist zu stumpf für Brötchen. Das ist mir auch. Ja, nicht, dass du dich in der Pfoten schnellst. Ja, ich hab das jetzt auch damit. Mein Gott! Mit dem Messer, ja. Da hat er einen Rutsch gemacht. War aber sehr viel Liebe da drin. Der ist immer total lieb. Den gibt es nicht anders. Der ist total Banana Chiquita. Ach, schon wieder Werbung. Mir doch egal. Erdal Rex. Das war eine Schuhputzwichse. Das musst du aber jetzt tüten. Nee, das muss ich gar nicht tüten. Das steht nämlich genau da drauf. Genau wie Bartwichse. Die Leute, kennt ihr Bartwichse? Also ist nicht nach einer Sauerei irgendwas. Ne, also, sondern das ist, wenn der Bart hier, ich muss es wissen, ich kenne mich damit aus. Ja, Bartwachs, das kommt ja von Wachs, das Wort. Ne? Ja. Ach nee, die da drüben haben ein kleines Baby zu Besuch. Nur, da ist der Aufschnitt. Mhm. Also verschiedene Käsesorten gemischt. Mhm. Wie kann ich verschiedene Käsesorten mischen? Damit jeder was von jedem hat. Das nützt nichts, ich bin ja alles gleich. Der eine Käse nimmt von dem anderen Käse den Geschmack und den Geruch an. Ja. Wenn der Tilsit da drin ist und du hast da Butterkäse mit zwischen, ja, das schmeckt doch noch alles gleich. Am liebsten esse ich den Mastern. Oder Grünländer. Oder Harzer Roller. Nee, Limburger ist am besten, finde ich. Limburger. Limburger Stinker Käse. Lecker. Welchen Käse esst ihr so gerne? Oder ist das für euch alles Käse? Mögt ihr gar keinen? Mag immer die Löcher. Die Löcher am Käse sind das Beste. Ich mag aber den Geschmack um die Löcher herum. Aber umso mehr Löcher man hat, umso mehr Käse hat man. Nee. Aber aus dem gebietstechnischen Grund werden die auch gar nicht erst mitgewogen. Die Löcher. Die Löcher werden nicht mitgewogen.
Naja, deswegen hat man ja mehr Käse. Weil die Löcher nicht mitgebogen haben. Ach so. Du meinst so wie die Luftschokolade, die auch nur 100 Gramm wiegt, aber halt mehr Luft drin ist und dann dreimal so viel kostet. Aber auch dafür zu groß ist. Genauso müsst ihr mal gucken, müsst ihr mal so einen Becher Joghurt nehmen, oder nee, diesen wie heißen die, Schaumwolke oder irgendwie Wölkchen na, oder was. Leckermäulchen, die sind auch gut. Ja, den müsst ihr mal dann, bevor ihr die erst mal durchrühren, nichts ab, nichts wegnaschen, durchrühren, bis in die letzte Ecke rein. Und dann müsst ihr mal gucken, mengenmäßig, vom Gewicht her bleibt es dasselbe. Aber die Menge... Minz, sind doch schon da. Das geht schneller, als du denkst. Die mögen auch warme Wurst. Hab gesagt. Warum hast du dich nicht auf den Fußboden geworfen? Weil ich gesagt habe, dass ich sowas nicht mache. Ich streite mich nicht mit den Mädchen. Was sollst du essen? Es ist Haut. Oder Pelle. Kondom. Lillebrohr. Mietz, Mietz. Das ist Kondom. Pelle und Lillebrohr. Wo waren die nochmal drin gewesen? In welchen Filmen? Pelle, Lillebrohr. War das nicht die Bullabü? Weiß ich nicht. Ferien auf Bullabü. Nee. Bullabü habe ich nicht geguckt. Hallo. Von mir wollen sie nichts. So wie die Gewitterfront aussieht, geht die eher Richtung Wese. Ach, ist doch, die geht an uns vorbei. Ist ja immer so. Bis auf das eine Mal. Vielleicht streckt die irgendwann meinen Arm aus. Ja. Rüber, aber mehr wird nicht kommen. Ja, dann kommt wieder nur so ein Dröppelscheiß, ein bisschen was runter. Und das davon, das wird noch schwüler. Da kannst du den Nacken drum laufen. Okay. Na, Kathi. Dann mache ich aber die Kamera aus, so wenn die alle nacken rumlaufen. So. Deinen Stromsparmodus an. Ja, weil der gerade über Akku läuft. Ja. Weißt du auch. Aber wird mal so gebracht. So kommt manchmal, ne? Man geht nicht ein Blitz, sondern nur so überverteilt sich das. Die Kamera ist aber auch lustig. Die flackert immer, weil die sich bewegt. Ja, ne? Siehst du, du hast es bewegt, jetzt ist das Licht wieder heller. Weißabgleich. Du bist Panne. Wenn du dir wenigstens jedes Mal was zu essen nehmen würdest. Was jedes Mal ein Stück Mal Gurke. Hm? Ah, das ist ein Geräusch. Ja, das hört sich so an, als wenn die Katze so gequält wird. Lässt mal meine Würstchen da drinne? Das sind noch meine. Nö. Das sind drei Stück noch. Vier Stück. Mach mal die Augen zu, warte, dann siehst du es dein. Ja, dann kannst du auch noch einsetzen. Mhm. Du verhungerst mir über Nacht. Mhm. Kriegen wir dich nicht über den Winter, da.
Irgendwas riecht gerade nach Fisch. Hey. Nee, ich weiß auch nicht, wo ich hinordnen soll. Fisch? Irgendwie kommt zeitweise eine absolute Fischwolke. Okay. War ich von draußen? Kann möglich sein, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich merke halt nur, dass immer wieder so eine Fischwolke entgegenkommt. Holger ist immer am Grillen. Der hat jeden Tag, mindestens jeden Tag Party, wenn nicht jeden zweiten Tag sogar. Aber es riecht halt auch nicht nach diesen, es riecht nicht nach Dosenfisch, es riecht wirklich nach frischem Fisch. Ja, frischer Fisch riecht nicht. Ja, doch, also auf jeden Fall, oder der Sud von Fischsuppe, keine Ahnung was. Wie sagt man so schön, Besuch ist wie Fisch, nach 3 Tagen stinkt er. Ja. Nach 3 Tagen fahre ich auch immer bei den meisten Leuten gerne wieder, weil ich das Gefühl habe, dann wirklich zu nerven. Ja, hier nicht. Ja. Hier gehörst du zum Inventar. Hier ist es nicht. Nein. Aber die Knackwurst schmeckt auch, Fleischwurst schmeckt auch gut. Achso, Nick, ich hab beschlossen, ich muss mal Halligalli-Spiel kaufen. Und dann spielen wir hier alle 3 zusammen Halligalli. Wir legen auch extra hier hinten eine Decke drunter, damit es die Glasscheibe nicht so zu Schaden kommt. Ja, kurz was. Hör mal die Katze raus. Bitte. Nee, hochnehmen, rausbringen. Ja, bei dir. Nee, die ist dort hinten in der Ecke. Irgendwo da. Irgendwo kam der Deus aus deiner Ecke. Ja, das war Jackie. Hier unten. Jackie? Nee. Das hörte sich aber jünger an, kleiner. Ja, hier vorne, direkt unter dem Stuhl. Unter dem Stuhl ist Tigger. Tigger war's. Ja. Ist aber nichts passiert, oder was? Nee, hat er schon wieder gefressen. Die Auler, die haben jetzt die heiße Wurst so ein bisschen angeknabbert. Ja. Und komplett im Mund gehabt. Das ist schäbig für die. Also die sind jetzt hier vorne am Gelben. Ja, die sind jetzt. Ja. Ja, die hatten das ganze Stück im Mund und haben da. Ja. Ja, das kann sein. Wenn Katzen kotzen, ist das keine Schönheit. Hunde auch nicht. Die machen immer so. Das sieht immer so komisch aus. Wie gesagt, Hunde ist auch nicht schön. Nee, ne? Ich hab's auch genug durch. Das ja, ist hier. Kein Thema für den Tisch. Paddy hat damals, ich habe so Wurstreste gekauft. Bei Edeka. Da gibt es immer ganz günstig Wurstreste, so Abschnitte. Und ich musste, auch mal klingelt das Telefon. Nach oben gerannt, telefoniert. Und dann in dem vergisst du das. Und der schnappt sich dann die ganze Tüte von dem Geräucherten. Alles hauptsächlich Schinken. Das war ein halbes Kilo. Hat sich alles weggeschnappt. Hör mal, der hat zwar nicht gekotzt, aber der stand da hier draußen auf null um den Baum rum. Da war die Hecke ja noch nicht. Da war da ein Zaun oder was weiß ich. Also egal. Auf jeden Fall um die Hecke rum so ein Stück. Dann saß er da, hat sich wie ein Mädchen hingesetzt, Pipi gemacht. Aber komplett in einem durch. Das hat bestimmt 3 Minuten gedauert, bis der fertig war. Der muss da so viel gesoffen haben, anschließend, weil das ja so salzig ist. Ich sag, siehste, und das ist die Strafe dafür. Ja. Klau nicht meine Wurst. Kam meiner nie auf die Idee. Das ist das Coole. Ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, aber ich konnte einen Teller mit einer Frikadelle auf der Erde stellen. Hm. Wenn ich ihm die Erlaubnis nicht gegeben habe, ist er nicht rangegangen. Warum? Und wir konnten das Haus verlassen, kommen 2 Stunden später wieder und die Frikadelle lag immer noch da. Oh, aber meinst du, der da drauf geguckt hat? Nee, der war tatsächlich hinter dem anderen Raum. Ja, das ist. Ja, das. Schmeckt euch wenigstens hier. Du hast noch Essensreste. Ja. Ja, ess auch. Nein, das sind deine. Ich esse Tomate. Das sind aber nicht deine Essensreste. Das sind hier deine. Nein. Ach komm, Niki, du wolltest gerade meckern hier mit meiner Wurst. Mit unserer Gemeinschaftswurst.
Das sind deine Essensreste. Die sind auf deiner Gabel. Ja, zwäng ihn da rein. Der hat Probleme mit Grünzeug. Erklär ihm einfach, das ist kein Grünzeug, das ist Rotzeug. Das ist ganz was anderes. Viel besseres. Problem. Ich kenne schon. Liegt am Namen. Welchen Namen? Nein, den richtigen Namen. An Günther. Ja. Nenn ihn deswegen. Ja. Meiner in Dortmund, der ist nämlich auch kein Grünzeug. Echt? Ja. Ah. Deswegen, es liegt am Namen. Ah, furchtbar. Okay, ich weiß nicht, wie mein Bruder drauf ist. Wie viel er davon ist, aber ich glaube. Boah, der hat so einen richtig schönen Salat. Wie hat dir denn der Salatteller mit dem Hühnchen gefallen? War lecker. Gut, ne? Ich mag das sowas auch gerne. Hey! Hier war doch eben keiner, gerade einer. Ja, das ist da. Komm her. Hier. Komm mal hier rüber. Hier. Da. Hier ist lecker. Dahin. Nom, nom. Hier ne? Da ist nichts drin, das ist nur Haut. In meinen Finger gibt es nicht zu beißen. Direkt fällt da oben angepackt. So ein Stück unterm Finger. Mhm. Der Finger ist nicht zu beißen. Nein. Ach ja. Ist leer. Nee, das ist nicht schön. Das sieht vor der Kamera auch nicht so hübsch aus. Knack, knack. So, jetzt noch. Stößchen. Ja, jetzt lege ich sie für dich auf den Boden. Lass dir aber alles mal wegnehmen da. Holz, das andere Stück hat sie vorhin hat sie komplett alleine gehabt. Komm her. Zwischen 1 und 2 Uhr soll Gewitter kommen und hohe Regenwahrscheinlichkeit. Okay, dann bin ich noch wach. Oh ja. Und du auch. Hm, bei dem Krach wärst du wach. Wahrscheinlich. Dann sitze ich irgendwann am Bett. Na, kommst du mich schnell am Schoß. Entschuldigung. Ach ja. Wo ich letzte Wochenende in Dortmund war, Fernsehen geguckt. Ja, war eine ganz lustige Szene, aber ich weiß aber nicht mehr, welcher Film. Ja. Tochter setzt sich beim Vater auf. Der Vater hat was in der Hand. Tochter kommt, nimmt den das aus der Hand, schmeißt es weg und setzt sich auf den Schoß. Jetzt hast du Zeit für mich. So. Laptop. Ich auch gesagt, muss ich bei dir auch mal Handy, machen. Laptops. Ich bin aber ich ja glaube, da kriege ich Ärger. Ich bin ja mal zu allem bereit. Wenn ich das Nemo zur Seite schmeiße, kriege ich Ärger. Ja. Da kloppt er nicht so auf das Mikroskop rum. Die Leute kriegen einen eine Mütze. Hilf mich hier. Nee, da Spielkind. Das ist auch ein Spielkind. Den gibt es nicht anders. So, Agalasch bin im A4 Olson. Muss sagen, Tische Kür. Was für Vieh? Tische Kür. Das heißt? Tische Tür. Kür. Kür. Tische Tür. Tische Kür. Der möchte weiter albern sein. Tische Kür. Das heißt Dankeschön. Der Tische Kür Älteren, vielen Dank. Und Apid Olson, möge es geschmacket haben. Ja. Und jetzt müsstest du da sagen, so, ah, bin doi dumm. Bin ich dumm? Nein, bist ja nicht dumm, bist ja schleu, aber du musst das so sagen, bin doi dumm. Ich bin voll. Richtig, ich bin satt. Heißt nicht, wenn ich aufstoße. Du musst das ja, aber immer unter vorgehaltener Hand. Nein, so richtig schöner Röpfchen muss das sein. Nein. Wir befinden uns vor laufender Kamera. Richtig. Dann macht man das so, schiebt man das so unter.
Man rübst, außerdem ist, wenn man zusammen isst, rübst man nicht. Wir und sind wenn ja er nicht, nur unter vorgehaltener Hand. Wir sind ja nicht in Japanenien. In Japanenien, da machen die das so. Die schmatzen auch, die schlürfen die Suppe. Mein Bruder war mal mit so, war das China-Menschen oder Japanesen? Weil da mal musste der mal, der war Meister und da hatte der so eine Garnitur oder Garnison oder wie man dazu sagt, aus dem ausländischen Land. Und da sollte der mit denen abends essen gehen. Sagt er, mein Gott, und ich benehme mich und ich ziehe eine Krawatte an. Es ist peinlich, wenn man so gewohnt ist. Ja, die rülpsen. Ich glaube, der eine hat sogar gepupst und die schmatzen, die Suppe, das wird geschlürft. Oh Gott, sagt ja. Er. Und wir sind da komplett anders. Ich würde im Erdboden versinken. Ja, sagt er, nee, sowas kennen wir hier nicht. Ja, wir sind hier schon ein bisschen ein. Ja, früher war das ja normal. Du rülpset und furzet nicht, hattet nicht geschmecket. Ja. Ja, da waren die auch ein bisschen derber. Weil heute. Ich sag mal so, man kann ja rülpsen. Aber bitte unter vorgehaltener Hand. Ja. So viel Anstand, finde ich, muss sein. Erst recht, wenn man im Restaurant ist. Wenn man unter fremden Leuten ist und das macht jemand, dann rege ich mich sogar auch lautstark auf. Ne? Wenn das irgendwie einer macht, ja, den ich gar nicht mal kenne und der rülpst mir jetzt irgendwas, ja, so in meinen Rücken an der Kassenband, an irgendeinem Laden oder so, boah, nee, das kann ich nie haben. Also da kriege ich einer eine Mütze. Aber das ist auch was anderes. Klar, man spricht sie an und macht man nicht oder sowas. Und wir sind ja zu Hause. Ja. Deswegen ist es immer noch ein Unterschied, ob es zu Hause ist oder ob es ein Restaurant ist. Ja, aber die Gegenwart von einem anderen, das finde ich da nicht richtig. Ne? Da muss man ja ein bisschen sich zurückhalten. Auch wenn man sich vielleicht schon jahrelang kennt. Ja? Aber du kannst ja jetzt nicht so, ich finde das jetzt nicht so schön, wenn du bei jemandem zu Besuch bist. Schöne Einladung, Kaffeetafel und dann gibt's dir da dein Herrwurp. Da zum klar kann es immer mal passieren, dass so etwas rausrutscht, aber dann entschuldigt man sich. Ja, da war ja mal einer, der hat behauptet, ja, ich hab einen komischen Magen. Ich sage, komischerweise, hängt der Magen aber mit dem Gehirn zusammen und das Gehirn sagt, du sollst sowas nicht laut rausböllern. Ja. Das macht man einfach nicht. Sollte man eigentlich was gehört haben. Dienstlaken-Voice. Das dauert immer, bis das hier. Ja, aber der Kreis bei den Kreis. Ich höre nur den Magen blubbern. Ey, hat er noch nicht richtig gegessen. Fütter immer mit Kartoffelsalat. Aber es ist hier eine Gewitterfront. Rheinberg drüben gerade. Ja, der kommt immer schlecht rüber. Da man reinkommt, kommt es ganz schlecht. Und bei Rixinghausen ist auch was. Ja. Naja, egal. Auf it Olson. Oh, boah, ja, ich versuche die Flasche immer wieder zu kriegen. Kannst du noch eine neue haben? Nee, eine weiß. Bin ich heute frech? Bin ich heute gut? Aber es ist lecker. Was ist lecker? Der Pibo. Pibo! Klasse, der Inhalt der Flasche ist lecker. Hört sich schon besser an. Ah, Leute. Die Flasche ist lecker. Ah. Wie ist das denn mit dem Erpelschlat? Wie viel haben wir denn? Ah, davon noch. Ach, kleine Schüssel. Kleine Schüssel voll. Flasche leer. Oh, Mist. Nimm gleich Flasche und schütte über dich aus. Wer will den Homo heute auf dem Dach wohl schlafen? Dann.
Ich denke gerade, ich habe auch ein Mikrofon dabei. Zumindest ist aber keine Kamera mehr. Also, dann sieht man nicht, wer das gemacht hat. Dann sieht man nicht, wer die Geräusche macht. Naja, gehört hat man es ja. Alles gut. Ich glaube, das machen mehr Leute, als man denkt. Ja, doch gleich. Na gut, Leon und ich, wir haben noch nicht mal angelegt. Ja, jetzt seht ihr mir noch hier zu, ne? Die anderen sind alle abgehauen. Was? Meine Schönheit seht ihr jetzt nur noch. Wie meine Schönheit, die auf dem Laptop guckt. Das ist ja der Tischfläche. Die Kamera. Genau. Soll er ruhig. Dafür ist die doch da. Und ja, ich bin der nackte Typ, der letztens halb nackt vor der Kamera stand. Bist du voll hier am Hinquatschen, ohne einmal eine Kamera dabei zu gucken? Du bist ja auch voll. Natürlich gucke ich in der Kamera. Ja, ich weiß. Ich weiß, mein Schätzelein. Bam, bam. Ich weiß es wieder. Einmal ein Wunder geschehen. Und dann werden alle Träume wahr. Na? Nur wenn ich anfange zu singen, dann kommen die ganzen Nachbarn hierher. Und dann ich hab noch einen Koffer in Berlin. Und wenn ich Zeit hab, fahr ich wieder hin. Ah ja, also als Anmerkung, heute haben wir den 11. September, ne? Und leider habe ich von den Nachrichten nichts mehr davon gehört, was heute 2001 passiert ist. Was ich total traurig finde, total entsetzt finde, weil, ja, das war einfach ein Attentat, was Geschichte, unsere ganze Geschichte verändert hat. Und nicht mal auf NTV oder N24 was gehört. Was ich sowas von traurig finde. Und ja. Brett. Ja, dann tut das wieder eine Tüte. Nick hat wieder Nutella geschnappt, geschnabbelt, geklaut. Ja, kann auch. Ja, ich habe das Brot gemacht und dann war das Nutella-Glas leer. Plötzlich war das Nutella-Glas leer. Aber hast du es nicht entsorgt? Nee, das habe ich ja. Dafür bin ich ja da. Yeah. Dann habe ich jetzt hier eine Glastüte geschmissen, einen Glassack. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. So, wo habe ich denn jetzt hier meinen. Da hatte ich kein anderes Geschirrtuch mehr. Das sieht noch so sauber, akkurat aus, so sauber gefaltet. Und wenn ich Zeit hab, fahr ich wieder hin. Also die Brötchen dürft ihr höchstens vielleicht 7 Minuten auf Pommes stellen. Dann geht das. Dann werden die nicht so ganz so hart und so krossig, splittrig. Ach ja. Wer braucht noch ein Bier? Hier ist aber noch Müll.
Kann auch weg. Wenn du sagst, alright, dann habe ich immer für dich Zeit. I love you. Da, 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 da. Noch mehr küsse ich dich. Das fällt mir ganz bestimmt nicht schwer. Oh, wenn du sagst, alright, dann hab ich immer für dich Zeit. Ja, wunderschön. Wunderschöne Musik. Zucker habe ich hier. Mal gucken, ob Niki mir heute einen Tee macht. Der kleine Dreckersacker. Der macht das Wasser heiß. Auch noch. Ja, dann machst du ja gar keinen Tee mehr. Dann machst du ja nur noch das Wasser oben. Für mich brauche ich noch keinen Tee zu machen. Warum das denn schon wieder nicht? Dann hätte ich ja noch den Tee warm machen können für mich, der dir von dir gestern war. Ich gehe gleich nochmal in der Kneipe. Wer ist da? Geh gleich nochmal in der Kneipe. Du gehst gleich nochmal in eine Kneipe. Ja. Ja, gut. Nimm Telefonnummer mit. Mit Taxi wenigstens. So. Das fällt mir ganz bestimmt nicht schwer, oh wenn. So, wie spät haben wir jetzt? Da ist eine Uhr. 10 Uhr. Noch früh am Abend. So, braucht ihr noch was aus dem Schuppen? Nö. Schön, ich glaube. Obwohl kein Haar kennt heißen. Das ist kein Originalblau. Nee. Originalblau wäre heller. Typischen Feuerwehren. Die sind wieder rum. So einen habe ich gesehen. Was ist denn da? Was ist denn das so? Ja. Was ist denn hier passiert? Da ist es bestimmt. War da heute Nacht einer hier drin? Ich habe gehört, noch ein paar Fotos von Lumpen. Ein Schuppen, ja. So. Mäuschen, komm raus hier. Komm raus. Immer, geh, lauf mal. Nicht immer hier im Weg stehen. Vor allem da, wo ich hintreten möchte. Zum Stellwerk habe ich mich damals bei der Trick für die Seele gesehen. Hoppala. Das habe ich noch nie im Stellwerk gesehen. Ach, jupp. Tagelang und mehr. Ich möchte mal wieder in den Osten runter. Nein, die sind hier wieder da. Ja, das zieht hier so schön vorbei. Komm, wir gucken mal, was da hinten zieht. Da gucken wir uns jetzt auch mal an, damit ihr Bescheid wisst. Da. Ich drehe euch mal um. So. Kann ich auch näher ranholen. Da sind wir. Und da ist Gewitter. Und hier ist schon überall Gewitter gewesen. Und da ist noch Gewitter. Hier ist noch richtig Rommelpuff. Da ist noch so richtig was los.
Oh, ist eine richtig schöne hier. Ich gehe dann noch vorbei. Wie gesagt, vielleicht ziehen Sie mal, streckt mal den rechten Arm aus, um es mal so drüber zu streichen. Oh ja, das hörst du dann immer aus der Ferne ein bisschen. Ja. So gesehen kommt ja eine ganze Kolonie darüber. Ne? Ja, aber wenn du richtig dran hast, dann siehst du, dass es genau dran vorbeigeht. Ja. Also, wie lässt uns vorhin vermutet? Und so ja. Kannst du nicht immer machen? Doch. Nein. Doch. Nein. Mach ich nicht immer, mach ich. Machst du nicht immer, machst aber jetzt. Ja. Das ist eine. Hier laufen sie rum. Woanders haben wir gesucht. Und da hinten hält der Bus vor allen Dingen. So, wer macht mir jetzt meinen Tee? Ich muss immer. Ja, schön, dass ich mir meinen Tee alleine machen muss. Ah, wisst ihr das? Alle meine Händchen schwimmen auf den Teich. Du hast aber schwimmen auf den Teich. Du hast die Rechte dafür nicht. Du musst die Rechte dafür haben. Okay. Alle meine Quietschehändchen schwimmen in der Wanne. Schwimmen in der Wanne. Ich bin Köpfchen in der Seifenwasche. Schwänzen in die Höhe. Schwänzchen muss auch waschen. Ja. So, wisst ihr Bescheid, Leute, so geht das hier ab, ne? Ja, wir sind da mal raus. Schön, dass ihr da wart, uns beim Essen begleitet habt oder zugeschaut habt, wie auch immer. Hätte euch gerne lieber mit am Tisch sitzen gehabt, aber leider ist das nicht immer möglich. Ja, dann sind wir erstmal raus. Macht diesen und macht Like und teilt und macht und tut, aber ihr wisst das ja, kennt euch schon alle auswendig. Haltet die Ohren steif und den Rest auch. Schön, dass ihr da wart. Glück auf Küchentalk und Kaffeeklatsch. Heute mal vom Esstisch. Tschüssi.